Früher waren Birkenstock-Sandalen vor allem eines, Gesundheitslatschen, die eher nur bequem sind, anzutreffen, vor allem in Krankenhausfluren und Kindergärten. Doch das ist lange her. Inzwischen ist die Sandale weltweit Kult, mit eigenen Shops und Designs internationaler Modeschöpfer. Der Umsatz steigt seit Jahren an. Heute geht das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz in New York an die Börse. Es sind nicht nur die Sandalen. Birkenstocks sind gefragt wie in diesem Schuhgeschäft in Ludwigshafen. Die Marke verkauft sich hier viermal so häufig wie noch vor 10 Jahren. Früher war es so der Hausschuhträger oder eben auch mal die Krankenschwester. Und heute sind es eben durchaus sehr, sehr modische Kunden, die die Schuhe nachfragen. Aber nicht alle Händler sind gut auf Birkenstock zu sprechen. Auf dem Weg zur exklusiven Marke hat das Unternehmen sein Händlernetz bewusst verkleinert. Gegründet wurde Birkenstock vor rund 250 Jahren und produziert noch immer in Deutschland. Doch Modelle und Image verändern sich zuletzt. Die Gesundheitslatschen sind zum Lifestyle-Accessoire geworden. Und zum Teil der Popkultur. Birkenstocks im neuesten Barbie-Film. Ein Faktor beim Imagewandel, ein Eigentümerwechsel vor 2 Jahren. Seitdem steht der französische Multimilliardär Bernard Arnault hinter dem Schuhhersteller. Zu Arnaults Konzern gehören auch Marken wie Louis Vuitton. Vom Luxusimage will Birkenstock jetzt auch beim Börsengang profitieren in New York. Hier finden sich viele risikofreudige Anleger. Birkenstock hat in den USA einen Kultstatus, hat ein ausgesprochen positives Renommee. Dort sitzen die Geldgeber, die bereit sind, dafür sehr viel Geld auf den Tisch zu legen. Knapp 1,5 Milliarden Dollar könnte Birkenstock an der Börse einnehmen.